Servus Leute, ich begrüße zu einem Video von mir. Und ich habe mir überlegt, dass ich auf meinem Kanal jetzt eine neue Kategorie starte, nämlich Buchneuerscheinungen für den folgenden Monat. Und wir haben jetzt August und der nächste Monat beginnt ja bald und das ist der September. Und ich habe mir ein paar neue Erscheinungen für September rausgesucht, solche gefunden. Und ich teile den Monat September in drei Videos auf, also vom 1. September bis zum 10. September, dann vom 11. September bis zum 20. September und dann noch vom 21. bis zum 30. oder 31. September. Das glaube ich nicht, das habe ich der September aus, nicht auf 30. Bis zum 30. September. Und das erste Video ist jetzt, geht jetzt um die Bücher, die vom 1. bis zum 10. September erscheinen. Ich versuche euch die Bilder hier so zu, die Buchbilder herzupinnen. Wenn das nicht funktioniert, dann verlinke ich euch auch noch alle Bücher unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr sie euch da ansehen. Und ich sag nicht viel zu den Büchern. Nur den Autor, den Titel, Verlag, Preis und das Erscheinungsdatum. Und den Rest könnt ihr dann in dem Buch, den Amazon-Links in der Infobeschreibung nachschauen. Dann fange ich mit dem ersten Buch an. Das erste Buch ist von Paul Grotte oder Paul Grotte, nämlich Tödlicher Steilhang. Dieses Buch erscheint im DTV Verlag, im Deutschen Taschenbuchverband oder Verlag. Taschenbuch, Deutscher Taschenbuchverlag. Und wird 9,95 € kosten. Und erscheint natürlich dann auch als Taschenbuch am 1. September. Das nächste Buch ist von Linda Castillo, Kälter als dein Grab. Dieses Buch erscheint im Mira Taschenbuch im Cora Verlag und erscheint als Taschenbuch, nein, broschiert, als broschierte Ausgabe und wird da 8,99 € kosten und erscheint ebenfalls gleich am 1. September. Ich habe mir hier alle Bücher aufgeschrieben, falls ihr euch fragt, wieso ich immer hier runterschaue. Dann das nächste Buch ist von Gerlinde Friewald, nämlich Faltenfrei, ist ein Krimi. Und erscheint im Souton Verlag oder Souton und erscheint ebenfalls als Taschenbuch und wird dort 12 € kosten. Also nachdem es erschienen ist, wird es 12 € kosten. Dann das nächste Buch und erscheint ebenfalls am 1. September. Dann das nächste ist von Elisabeth Rapp oder Elisabeth Rapp. Wenn er mich findet, bin ich tot. Erscheint auch im DTV Verlag als Taschenbuch und kostet 13,95 € und erscheint ebenfalls am 1. September. Dann das nächste Buch ist Teufelspoker von Eva Reichel. Dieses Buch erscheint ebenfalls im Souton Verlag, wird als Taschenbuch erscheinen und 12 € kosten. Dann Teufelspoker ist, soweit ich mich erinnere, ein Linz-Krimi. Und ja. Dann voll Alice Bogis mit Burnout für immer auskuriert.
erscheint ebenfalls im Sutor Verlag, wird auch 12 Euro kosten und natürlich auch im Taschenbuch erscheinen. Und beide Bücher werden auch am 1. September erscheinen. Dann folgen Bücher, die am 2. September erscheinen. Das nächste Buch wird einiges kennen, oder der Autor einiges sagen, Andreas Franz, der erst leider verstorben ist, und Daniel Holbe, nämlich Teufelsbande. Dieses Buch erscheint im Knauer Verlag als Taschenbuch und wird 9,99 kosten. Die Kindle Edition ist, glaube ich, schon veröffentlicht, schon länger veröffentlicht, und jetzt kommt die Taschenbuchausgabe. Dann kommt das nächste Buch, dürfte auch einige kennen, den Autor, nämlich Max Bento, die Totentänzerin. Darauf freue ich mich schon richtig drauf, auf das Buch. Und dieses Buch erscheint im Page und Turner Verlag, ist broschiert und wird 14,99 kosten. Auch am 2. September. Dann das nächste kommt, sind drei Autoren, die das Buch zusammengeschrieben haben. Nämlich Hiltraud Lenders, Michael Bay und Arthur Lenders. Und das Buch heißt Spießgesellen und wird im RoRoRo Verlag erscheinen, oder Rowold Verlag erscheinen, als Taschenbuch und wird 9,99 Euro kosten. Ist auch mehr ein Krimi, wenn ich das Cover so deuten kann. Machen wir weiter. Das nächste Buch heißt Der Verrat und ist von Fel McDermott. Wird im Drömer Verlag erscheinen als die bundene Ausgabe und wird daher 19,99 Euro kosten. Dann das nächste Buch ist von Lindwood Barsley, Frag die Toten, erscheint im Knauer Verlag als Taschenbuch oder als broschierte Ausgabe und kostet aber 12,99 €. Dann das nächste Buch von einer Autorin, dürfte auch die meisten kennen, die Autorin, von Lisa Gardner, Der Tag, an dem du stirbst, wird im Rowold Verlag erschienen, oder RoRoRo Verlag, als Taschenbuch und 9,99 € kosten. Das nächste Buch ist bereits als Kindle Edition erschienen, kommt jetzt aber als Taschenbuch von Michael Marshall oder Matt Marshall, Killerspiel, erscheint im Knauer Verlag und wird 9,99 € kosten. Dann Steve Mosby, Kind des Bösen, freue ich mich auch schon sehr darauf, steht auch schon auf meiner Wunschliste. Erscheint auch im Knauer Verlag als Taschenbuch und wird auch 9,99 € kosten. Dann von Eva Rossmann erscheint Männerfallen aus dem Folio Verlag, gebundene Ausgabe, und wird 19,90 € kosten. Ja, klar. Ist, glaube ich, auch ein Krimi. Dann Doris Betzler, Das verschwundene Kind, wird im Knauer Verlag erscheinen als Taschenbuch und 9,99 kosten.
Dann ein Buch einer Autorin, die bestimmt die meisten Thriller-Leser kennen oder Krimi-Leser, Thriller-Krimi-Leser kennen dürften, von Mary Higgins Clark, nämlich Spürst du den Todeshauch? Genau, Spürst du den Todeshauch? Und wird als gebundene Ausgabe erscheinen im Heine Verlag und wird auch 19,90 € kosten und wird am 9. September erscheinen. Jetzt folgen Bücher, die am 9. September erscheinen. Und Mary Higgins Clark, Spürst du den Todeshauch, wird am 9. September erscheinen. Dann das nächste Buch heißt Phobia und ist von Wulf Dorn. Auf dieses Buch freue ich mich auch schon sehr, steht auch schon lange auf der Wunschliste. Und erscheint ebenfalls im Heine Verlag. Und als gebundene Ausgabe und kostet 19,99 €. Dann ein Buch, das schon mal veröffentlicht wurde, jetzt aber neu aufgerollt wird oder neu herausgegeben wird, nämlich von Stephen King, Albträume, Nightmare und Dreamscapes, im Heine Verlag als Taschenbuch und wird 12,99 € kosten. Interessiert mich auch sehr, Stephen King. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Autor, nämlich Albert Ostermeier, mit dem Buch Seine Zeit zum Sterben. Erscheint im Surkamp Verlag oder Surkamp Verlag als gebundene Ausgabe und kostet 18,95 €. Dann ein Autor, den ich persönlich jetzt nicht kenne. Ich kenne die meisten Autoren hier noch nicht. Und es ist Cyrus Darbarty. Oder Darbarty. Darbarty. Das Licht der Toten erscheint im Aufbau Verlag als gebundene Ausgabe und wird 19,99 € kosten. Dann im Dunkeln die Schuld von Rita Hamp oder Rita Hemp wird im Diana, also Diana Verlag erscheinen als Taschenbuch und 9,99 € kosten. Dann der nächste Autor, Stuart Neville mit Racheengel, erscheint im Rüthen und Löning Verlag und wird 16,99 € kosten als Taschenbuch. Und dann die letzten zwei Bücher erscheinen noch am 10. September. Da halten wir einmal Dynamart Golf oder Golf, Golf, Golf. Dynamart Golf, Golf. Wo die Angst ist. Erscheint als broschierte Ausgabe bei Kiepe Heuer und Witsch Verlag und wird 14,99 € kosten. Erscheint am 10. September. Und das letzte ist von Christina Olsen. Tausendschön wird im Limes Verlag erscheinen als gebundene Ausgabe und 19,99 € kosten. Das wären die Bücher, die ich gefunden habe, die von 1. bis zum 10. September erscheinen. Wenn ihr noch Bücher wisst, die in diesem Zeitraum erscheinen und Thriller oder Krimis sind oder Horror oder was auch immer, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Für Verbesserungsvorschläge bin ich immer offen. Und dann sage ich bis zum nächsten Buchneuerscheinungsvideo und Servus.